Es gibt im Wesentlichen zwei Mechanismen, anhand derer der Wahrnehmungsapparat die Tonhöhe im Rahmen der auditiven Wahrnehmung ermitteln kann. Der eine Mechanismus ist relativ naheliegend. Man stelle sich jetzt erstmal, wie in diesem Beispiel, einen einfachen Sinuston vor. Und dann ist es ja so, ein Sinuston ist einerseits über die Frequenz und andererseits über die Amplitude definiert. Amplitude wäre eben die Höhe der Wellenberge. Das spielt jetzt hier allerdings keine Rolle, das wäre eine Frage der Lautstärke. Hier geht es um die Tonhöhe und die wird eben bestimmt durch die Frequenz, also durch den Abstand, den zeitlichen Abstand zweier Wellenberge bzw. Wellentäler. Nehmen wir jetzt mal die Wellenberge, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, dass die Frequenz des Tones ja eigentlich am einfachsten dadurch kodiert werden könnte vom Wahrnehmungsapparat, dass es eben Nervenzellen gibt, dass es Rezeptoren gibt, die eben in genau der Frequenz Nervenimpulse abgeben, die der Frequenz des gehörten Tones entspricht. Mit anderen Worten, bei jedem Wellenberg wird ein Nervenimpuls ausgelöst. Und das ist auch das, was passiert. Und das ist eine relativ naheliegende und, glaube ich, auch leicht verständliche Möglichkeit, die Tonhöhe zu bestimmen. Das Problem ist nur, das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Bereich, bis zu einer bestimmten Frequenz. Dazu muss man wissen, dass Nervenzellen nach dem Aussenden eines Nervenimpulses immer eine gewisse, zwar kurze, aber doch eben Zeit benötigen, um in der Lage zu sein, einen nächsten Nervenimpuls auszusenden. Das liegt daran, dass da im Zusammenhang mit Nervenimpulsen eben Ionen in die Nervenzelle rein und raus transportiert werden müssen und dass der Ausgangszustand immer erst wieder dadurch hergestellt werden muss, dass bestimmte Ionen in die Nervenzelle hinein und hinaus gepumpt werden. Und das braucht eben ein kleines bisschen Zeit. Und deswegen funktioniert das für eine einzelne Nervenzelle nur bis zu einer bestimmten Frequenz. Wenn die Frequenz höher ist, dann ist es aber so, dass, ja, vereinfacht gesagt, eine andere Nervenzelle, ein anderer Rezeptor in die Bresche springt, also die Lücken auffüllt, die die eine erste, also allein gelassene Nervenzelle offen lassen muss, weil sie einfach nicht schneller die Nervenimpulse produzieren kann. Das ist also hier durch die weißen Pfeile mal dargestellt. Das ist eine weitere Nervenzelle, die jetzt im Verbund mit der ersten Nervenzelle diese Abbildung der Tonfrequenz übernimmt. Also gemeinsam, zusammengenommen, zusammen betrachtet, im Sinne einer Phasenkopplung, das ist also der Fachbegriff dafür, leisten die beiden Nervenzellen jetzt also die Arbeit, bei dann jedem Wellenberg letztendlich einen Nervenimpuls auszusenden. Sie teilen sich aber eben nur die Arbeit. Und das kann man jetzt weiter fortführen bis zu einem bestimmten Bereich. Jetzt haben wir als letztes hier noch unten das Beispiel, wo drei Nervenzellen sich drei Rezeptoren sich die Arbeit teilen und so dann bis zu einem bestimmten Frequenzbereich, bis zu einer bestimmten Höchstfrequenz, dann über diesen Mechanismus, ne, also Frequenz der Nervenimpulse entspricht der Frequenz des Tones, eine, ja, Bestimmung der Tonhöhe ermöglichen. Das muss man sich natürlich jetzt nicht so fein säuberlich abwechselnd vorstellen, wie das hier nahegelegt wird in diesem idealisierten schematischen Beispiel. Es ist also nicht so, dass das nach 1, 2, 3, 1, 2, 3, so wie wenn drei Knechte mit dem Dreschpflegel das Korn dreschen, sondern dass es sehr viel chaotischer vonstatten geht und dass da auch noch viel Rechenarbeit vonnöten ist seitens des Gehirns, um diese Phasenkopplung aufzudröseln und darüber dann eine Erkennung der Tonhöhe zu gewährleisten. Das nur am Rande bemerkt, aber das ist eben das eine Prinzip. Nervenzellen feuern entweder isoliert, alleine oder eben im Verbund in der Frequenz, die dem Ton entspricht, dessen Tonhöhe jetzt ermittelt werden muss. Aber auch das funktioniert selbst im Verbund nur bis zu einer bestimmten Tonhöhe. Danach versagt auch dieses Prinzip. Und da kommt dann ein weiterer Mechanismus ins Spiel und der macht sich folgenden Umstand zunutze.
Man muss vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, wie es überhaupt zu einem Nervenimpuls kommt. Also Schall trifft auf das Trommelfell, dadurch werden die Gehörknöchelchen in Bewegung gesetzt. Die Fußplatte des Steigbügels bringt über das ovale Fenster die Flüssigkeit im Innenohr, in der Hörschnecke in Schwingungen, und in der Hörschnecke ist von dem ovalen Fenster bis hin zur Spitze der Schnecke eine Membran gespannt, die Basilarmembran, auf der die Sinneszellen sitzen, die Rezeptoren, und durch mechanische Auslenkung feinster Härchen auf diesen Zellen wird ein Nervenimpuls ausgelöst. Und nun ist es so, dass diese Basilarmembran in der Nähe des ovalen Fensters sehr schmal und sehr steif ist. Im Vergleich zum anderen Ende, hin zur Spitze der Cochlea, der Hörschnecke, da nämlich ist die Basilarmembran breiter und flexibler. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, dass ein hoher Ton dazu führt, dass die Basilarmembran am stärksten da schwingt, wo sie schmal und steif ist. Und dass umgekehrt bei einem tiefen Ton die Schwingung der Basilarmembran dort am größten ist, am stärksten ist, wo sie eben breit und flexibel ist und ja, gewissermaßen leichter auch zur Schwingung angeregt werden kann. Und so ist es. Das heißt, vom ovalen Fenster bis hin zur Spitze der Cochlea nimmt also die Spannkraft, wenn man so will, der Basilarmembran stetig ab, kontinuierlich. Sodass das Gehirn eben ermitteln kann, okay, wenn also ein Nervenimpuls oder wenn die stärksten Nervenimpulse eher vom vorderen Ende zum ovalen Fenster hin von dort kommen, dann handelt es sich offensichtlich um einen hohen Ton. Wenn die Nervenimpulse am stärksten sind von der anderen Seite der Basilarmembran zur Spitze der Schnecke, wo die Basilarmembran eben ganz im Unterschied dazu breiter und flexibler wird, dann handelt es sich offensichtlich eher um einen tiefen Ton. Und das ist also der Mechanismus, der dann insbesondere für die ganz hohen Töne geeignet ist. Und man nimmt tatsächlich an, dass die ganz, ganz tiefen Frequenzen ausschließlich durch die Phasenkopplung bzw. über die Abbildung der Tonfrequenz mit Hilfe von Nervenimpulsen geleistet wird, dass die ganz, ganz hohen Töne dann eben ausschließlich über diesen sogenannten Wanderwellen-Effekt zustande kommt, also darüber, dass das Gehirn anhand des Ortes, von dem die Nervenimpulse kommen, ermittelt, wie hoch ist der Ton. Und dass in dem mittleren Bereich sich beide Mechanismen ergänzen, beide aktiv sind, um da dann eben ja letztendlich auch ganz besonders differenziert und genau ermitteln zu können, wie hoch ist der Ton, den ich da jetzt gerade höre.